Hey, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein heißes Thema und zwar Overblows. Wie immer schön dranbleiben, gleich geht's los. Mein Name ist René Wermke und ich bin Bluesharp verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Bluesharp-Unterricht mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur darüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Bluesharp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Hey, hallo Freunde. Das Thema heute ist Overblows. Und tja, wo soll man da anfangen? Am besten fangen wir mal mit den Begrifflichkeiten an, die dort alle so, ja, herumschwirren. Und zwar haben wir jetzt ja schon das Bending gelernt in, ich glaube, Video 8 und Video 18. Und da geht es einmal das Zieh-Bending und das Bending beim Pusten. Okay, wenn man jetzt die gesamten Begriffe da, auch die englischen einmal zusammenfasst, dann hat man also den Oberbegriff Bending und der beinhaltet sowohl das Draw-Bending, also das Zieh-Bending, als auch das Blowbending, also das Bending beim Pusten. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Thema von dem heutigen Video und das sind die Overbends. Okay, der Overbending ist jetzt erstmal auch der Überbegriff, weil auch dort gibt es Overblows, also das Überblasen, ja, dementsprechend beim Pusten, oder auch die Overdraws, also dieses Überziehen, könnte man sagen. Bei den Ziehtönen. Okay, und jetzt ja, wissen wir ungefähr mal die Begrifflichkeiten einzuordnen. Ja, was sich physikalisch abspielt bei einem Overblow, ist aber anders als bei einem normalen Bending-Ton. Wir haben schon gelernt, wenn wir uns nochmal unsere Mundharmonika anschauen hier, von Loch 1 bis Loch 6 können wir auf den Ziehkanälen normale Bending-Töne spielen. Normale Zieh-Bendings, Draw-Bendings, wie auch immer. Von Kanzelle 7 bis Kanzelle 10 spielen wir die Blow-Bendings. Okay. Und wir haben auch gelernt, dass ein Bending auf einem Kanal genau die Töne, ja, zum Vorschein bringt, die zwischen Pustenton und Ziehton sind. Ja, es ist also eine Wechselwirkung beider Stimmzungen letztendlich und je stärker die eine oder die andere eben schwingt, umso höher oder tiefer wird dann der Ton, den wir beim Bending erzeugen, beim normalen Bending. Okay, jetzt kommt Overblow ins Spiel. Und ja, zunächst erstmal, was braucht man eigentlich erstmal? Was ist eine Grundvoraussetzung, damit wir oder damit du dich vielleicht auch diesem Thema erstmal widmen kannst? Zum einen solltest du, was das normale Bending, das was ich gerade beschrieben habe, sowohl beim Ziehen als auch beim Pusten, ja, schon wirklich gut dabei sein. Das heißt, du solltest auch wirklich das, was ich schon beschrieben hatte, auch immer wirklich bis zu einem Viertelton vor den eigentlichen Pustenton, wenn es jetzt um Ziehbending geht, runterbenden können und das gleiche eben auch beim Pusten. Also du solltest da wirklich, nimm dir da auch mal genügend Zeit, vielleicht sogar mit Video 8 und 18 eben, damit sich diese Automatismen hier abbilden können in deinem Mund, in deinem Resonanzraum, wie bendig wirklich stark und wie beim Ziehen und dann eben genauso beim Pusten. Beides ist hilfreich, um jetzt letztendlich auch einen Overblow zu schaffen. Ein weiteres Thema, was auch Voraussetzung ist, du brauchst ja, ich will jetzt nicht sagen, du brauchst eine Custom Harp. Das wäre zu viel gesagt, aber du brauchst eine Harp, die wirklich gut dicht ist. Und damit meine ich, dass wenn du jetzt pustest, beispielsweise auf Kanzelle 6 meinetwegen, wenn du da wirklich eine nicht geeignete Harp jetzt hättest, dann würde man auch immer so ein leichtes Luftgeräusch hören. Das heißt, man hört tatsächlich dann auch, dass die Luft ja nicht nur dafür da ist, um den Ton zu erzeugen, sondern es geht relativ Luft so durch. Das heißt, die Stimmzungen sind nicht wirklich nah an dem Körper, sondern die stehen ein bisschen zu weit ab.
Diese Harps, die dann so viel Luft verlieren letztendlich beim Spielen, sind nicht gut geeignet. Das heißt, es braucht auch wirklich eine gut geeignete Harp. Und je besser die Harp geeignet ist, umso leichter fällt tatsächlich auch der Overblow. Und ja, wenn ihr euch fragt, welche Custom Harps ich persönlich an der Stelle benutze oder bevorzuge, ich kann euch da auf jeden Fall den Ben Baumann empfehlen oder auch den Alex Cormin. Beide kann ich auch mal verlinken unten. Das sind beides super Customizer. Hier ist zum Beispiel, ja, das hier ist jetzt eine von Alex. Ich habe auch welche von Ben. Die fragen euch dann auch, soll es wirklich maximal dicht sein und gehen auf eure eigenen Spielfähigkeiten ein und damit es dann auch wirklich die Harp wird, die für euch die beste ist. Okay, also, was braucht es sonst noch? Ja, es braucht auf jeden Fall viel Übung und ihr solltet nicht ungeduldig werden. Es ist eine wirklich fortgeschrittene Spieltechnik und wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht vor einem Monat oder sowas angefangen habt, auch wenn ihr gute Fortschritte bei allen anderen Themen macht und das schon wirklich gut könnt, seid nicht frustriert, wenn das Overblowing ein bisschen länger dauert, bis es dann wirklich richtig, richtig gut klingt. Das dauert ein bisschen. Okay. Was ein Overblow tatsächlich ist, erklärt sich aus meiner Sicht am besten, indem ich euch den Prozess einmal erkläre, wie ich denke, ja, dass dieser Overblow tatsächlich zustande kommt. Okay? Und das in 5 Schritten. Und zwar, wir fangen jetzt mal hier, ich habe eine C-Mundharmonika, damit fangen wir mal an. Und der erste Schritt ist, wir gehen auf Loch 6 und pusten ganz normal. Also Loch 6 und pusten ganz normal. Sauberer Einzelton, Spitzmund, alles gut. So, danach machen wir genau das Gleiche, was wir bei den Blow-Bendings, also bei den Bendings aus Video 18 gelernt haben. Wir versuchen auf Kanzelle 6 beim Pusten den Ton ganz wenig zu verbiegen. Ganz wenig. Ich habe euch gesagt, auf Kanzelle 1 bis 6 kann man beim Pusten nicht benden. Und das ist auch richtig. Das Einzige, was dort möglich ist, es ist so ein kleiner, ja, kaum messbarer Tonunterschied möglich, den man dort benden kann. Beim Pusten. Okay, und das wollen wir mal versuchen zu erreichen. Wie klingt das dann? Habt ihr das gehört? Nochmal. Habt ihr das gehört? Der Ton geht ein kleines bisschen, ja, in eine Veränderung. Also, das ist der zweite Schritt. Das heißt, wir pusten ganz normalen Einzelton auf Loch 6 und dann versuchen wir wirklich mit einer ganz kleinen Veränderung hier hinten im Resonanzraum diesen Ton zu benden ein Stück. Ja? Das ist kein großer Unterschied, den wir hier hinten machen müssen. Das ist wirklich ganz fein bloß. Die Frage ist halt, wir müssen erstmal diese Grundposition finden in unserer, von der Zunge und dem Gaumen und dem Resonanzraum. Wenn wir die haben einmal, ist es wirklich nur noch eine ganz kleine Veränderung, dass wir diesen ganz kleinen Bend auf Loch 6 pusten auch schaffen können. Das ist Schritt 2. Schritt 3 ist die Stimmzunge, die jetzt für das Pusten zuständig ist, die wird aufhören zu schwingen. Und das heißt, der Ton verschwindet. Und dann pusten wir trotzdem weiter, aber es ist kein Ton mehr zu hören. Und das geht dann so. Ich fange jetzt an, mache Schritt 1, 2 und 3 hintereinander. Das heißt, Einzelton pusten, leichtes Bending und über dieses leichte Bending hinaus, bis der Ton verschwindet. Und dann puste ich weiter, aber es wird kein Ton mehr zu hören sein. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, dass die Luft immer noch strömt. Ich konnte das ziemlich gut hören. So, jetzt haben wir, ja, das ist tatsächlich, ich puste die ganze Zeit und dadurch, dass ich den Luftstrom verändere, schaffe ich es, dass diese Stimmzunge einfach aufhört zu schwingen. Sie schließt quasi.
Und es gibt auch den Trick, und den kann ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal die Deckel abnehmen von dem Instrument und haltet einfach mit der Hand die ganze Kanzelle zu, die für das Pusten an der Stelle verantwortlich ist. Dann habt ihr quasi ohne das, was wir jetzt gerade selbst geübt haben, den gleichen Effekt erzielt. Ja, das heißt, ihr habt jetzt mechanisch mit dem Finger das abgedeckt und schließt dementsprechend auch diese Pustenstimmzunge mechanisch mit dem Finger ab. Wir haben das Ganze jetzt mit Technik und Resonanzraum und Gaumen- und Zungenposition geschafft. Also nochmal, wir pusten, wir bänden ein Stück, bis der Ton aufhört zu schwingen. Und das ist wirklich nur ein kleines bisschen Bewegung im Rachen. Die ganze Zeit gepustet, kein Ton mehr da. Wenn ihr das schafft, so, dann seid ihr so kurz davor, dass wir den nächsten Schritt erreichen. Und das ist dann nämlich, wenn so langsam die Ziehstimmzunge beim Pusten ertönt. Ja, genau das passiert. Und zwar in einem Ton, der sogar noch höher ist als der eigentliche Ton, den diese Ziehstimmzunge normalerweise produziert. Und beim Entstehen dieses Tons, das heißt, wir verändern den Mundraum ja weiter in diese Richtung. Beim Verändern, also beim Entstehen dieses Tons, werdet ihr wahrscheinlich so ein Quietschen wahrnehmen und so ein Knarren, Quietschen. Ja, ein Ton, der eigentlich nicht wirklich schön ist, sagen wir es mal so. Ich versuch's mal. Also, das ist unser Overblow. Und ich bin jetzt auf dieses Loch 6 wahrscheinlich schon, meine Muskeln hier sind schon so trainiert, dass ich über diesen Punkt jetzt relativ schnell rüber hinweg komme. Denn das ist auch ein Punkt, den ich euch unbedingt mitgeben möchte, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Overblows sind häufig, sagen wir mal, haben einen etwas schlechten Ruf bei vielen, weil sie nicht gut klingen. Und ich bin der Überzeugung davon, dass sie gut klingen können. In der Entstehung des Tons gibt es einen Bereich, der dieses Schnarren und dieses Quietschen hervorruft. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht eher eine Trainingssache, dass man, auch wenn man diesen Ton gleich anspielt, eben direkt überschreitet und somit sofort beim Pusten auch einen sauberen Ton erzielen kann. Es ist eigentlich eher eine Technikfrage und natürlich vielleicht auch eine Frage, dass man eine super Harp dazu hat. Ja. Das heißt, das war Schritt 4. Wir haben jetzt diesen ersten Quietschton erzielt und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter bänden, bis wir aus diesem Quietschbereich raus sind und in einen sauberen Bending, Overbending-Ton reinkommen. Ja. Das wäre dann Schritt 5. Ich versuch's mal. Habt ihr das gehört? Das war jetzt ein Overblow, der noch ein bisschen weiter gebändet wurde. Ich fange jetzt gleich mal mit Schritt 4 und 5 an. Ich spiele nicht mehr den normalen Ton vorweg, sondern ich gehe sofort auf den Overblow. Und dann will ich euch nochmal dieses Bending-Potenzial eigentlich auf dem Overblow tatsächlich zeigen. Also auch wenn ich den Overblow einmal getroffen habe, nicht aufhören zu üben, sondern ruhig weiter üben, auch diesen Overblow noch ein bisschen weiter vom Ton zu verändern. Je weiter man in diesen Bereich reinkommt, ist meine Überzeugung, umso sauberer kann ich den Overblow grundsätzlich spielen, weil ich diese Kontrolle habe in diesem kleinen Bereich, den ich dort verändere. Okay, also was ist ein Overblow eigentlich?
Ein Overblow ist jetzt tatsächlich nicht mehr die Wechselwirkung zwischen zwei Stimmzungen, sondern ja, ein beim Pusten überblasen wir die Ziehstimmzunge und benden die dann auch höher im Ton. Ja? Das sind die grundsätzlichen Unterschiede. Okay. Und ja, falls ich, mir hat mal einer eine Geschichte erzählt dazu, die fand ich ganz okay. Früher gab es mal beim C64 so ein Spiel, das hieß Paperboy. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da draußen. Und das Spiel ging so, dass da jemand mit einem Fahrrad auf einer Straße lang gefahren ist und an den Häusern vorbei und dann immer zur rechten Zeit quasi so die Zeitung dann in den Papier, in den Briefkasten werfen musste. Und je schneller man gefahren ist, umso schwieriger war es auch, diesen kleinen Bereich des Briefkastens da zu treffen, ja, und Punkte zu machen. Und was hat das Ganze jetzt mit Overblows zu tun? Stellt euch das mal so vor, wenn man anfängt, diesen kleinen Bereich zu verändern, ja, dann fahrt ihr wirklich mit einem Ferrari auf höchstem Tempo diese Straße lang und versucht einfach irgendwo da eine Zeitung rauszuschmeißen. Ihr wisst gar nicht, wann dieser Bereich gerade ist, der für dieser kleine Bereich, wo jetzt der Briefkasten ist, ja. Das ist quasi genauso beim Blowbending oder auch, ja, da ist nur so ein ganz kleiner Bereich und je langsamer ihr das Ganze bewegt, umso eher habt ihr die Chance, diesen kleinen Bereich zu finden und dann noch kleinere Veränderungen nur zu machen, ja. So dass ihr letztendlich eure Muskeln trainieren könnt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt geholfen hat. Für mich war es damals einleuchtend. Okay, also es gibt noch eine andere Möglichkeit, ein Bending zu schaffen, also den grundsätzlichen Ton einmal zu schaffen. Und zwar kann man so ein bisschen eine Hauruck-Methode auch anwenden. Und die ist dann eher so, das heißt, ich ziehe einmal auf Loch 6, ich spiele also nicht den Pustenton und verändere was, sondern ich spiele Loch 6 Ziehton und bende diesen Ziehton so tief runter, wie es irgendwie geht. Also wirklich über diesen Halbton hinaus bis kurz vor den tiefsten Ton, bis kurz vor den Pustenton. Und wenn ich den Ton habe, dann drehe ich einfach den Luftstrom um. Das heißt, ich ziehe nicht mehr, sondern ich puste einfach. Alles andere hier hinten drin muss aber gleich bleiben. Und das ist das größte Problem dabei, weil die meisten, es ist natürlich, der Körper macht es automatisch, dass der Mundraum sich etwas verändert, wenn wir einatmen oder ausatmen. Das heißt, auch das muss man jetzt erstmal ein Stück weit trainieren. Also wir ziehen einen Einzelton, benden ihn ganz runter, so tief wie es geht und dann, deswegen sage ich es auch so, drehen wir einfach den Luftstrom um. Ich sage nicht, wir pusten, weil mit Pusten verändern wir eigentlich auch immer den Mund- und Rachenraum. Wir wollen das diesmal ganz bewusst nicht verändern und einfach nur ja, ausatmen dann. Mit der gleichen Form, die wir beim tiefsten Bend hatten. Habt ihr das gehört? Nochmal. Ich mach's nochmal mit Finger hier. Das heißt also einatmen, runterbenden und dann die Luft ausatmen. Aber mit der gleichen Form wie bei dem tiefsten Ziehtonbend hier. Wo ist mein Finger hier? Okay. Und da habt ihr jetzt auch schon so ein bisschen dieses Quietschen gehört auch und dieses, das ist halt weniger kontrolliert, diese Art Bending zu lernen, weil, ja, durch das Blowbending und dann das stückweise Vorwärtslernen habe ich so den Eindruck, dass man es eher lernt auch zu kontrollieren und dann eben
ja, von der Qualität der Ton eben aus diesem Quietschbereich rauskommt und dann auch ja, angenehmer ist für die Ohren natürlich. Okay, also die zwei Möglichkeiten, wie man sich den Bending-Tönen annähert, denke ich, sind hoffentlich klar geworden. Und denkt auch immer mal dran, nicht zu schnell durch diesen Bereich durchfahren. Ja? Es ist wirklich nur so ein kleiner Bereich, der für uns wichtig ist. Und in dem müssen wir dann noch kleinere Veränderungen machen. Das ist die ganze Schwierigkeit dabei. Okay, also Overblows. Wir haben uns auch mal, ich habe gesagt, wir haben uns jetzt mit den C-Bendings von Loch 1 bis Loch 6 schon wirklich viele Töne noch spielbar gemacht, die vorher eigentlich nicht da waren. Wir haben mit den Blowbends jetzt eigentlich von Loch 7 bis Loch 10 auch schon wieder sehr viele Töne uns erspielt quasi. Mit unseren Overblows jetzt haben wir tatsächlich alle Töne parat, die wir auch mit so einem Instrument haben. Das heißt, wir haben alle Halbtonschritte der chromatischen Tonleiter zur Verfügung. Und nochmal zum Verständnis, wenn ein Bendington, ein normaler Bendington, beispielsweise auf Kanzelle 4, ein normaler Bending, C-Bending auf Loch 4 deckt den Halbtonschritt zwischen Pusten und Ziehen ab. Der Overblow deckt den Unterschied ab, der nicht da ist heute auf dem Instrument, ohne den Overblow, zwischen Loch 4 Ziehen und Loch 5 Pusten. Ja? Also zwischen den Kanzellen fehlen auch noch Töne letztendlich. Und diese Töne decken die Overblows ab. Und damit haben wir alle Möglichkeiten, das Instrument auch chromatisch zu spielen. Das ist so mal, sagen wir mal, der technische Hintergrund. Und jetzt möchte ich aber doch auch noch mal so ein paar Fragen aus meiner Sicht beantworten, die häufig im Raum stehen dazu. Und zwar, braucht man das überhaupt? Ist häufig eine Frage. Und diese Frage lässt sich eigentlich auch nur beantworten, ja, mit Kontext. Also zuerst mal, braucht man das wofür? Ja? Es gibt Spieler, und ich hatte jetzt auch welche schon in Interviews, zum Beispiel Madi Alt, der sagt, Overblows sind einfach nichts für mich. Und er spielt Blues wie kein anderer, könnte man sagen, hier in Deutschland. Und auch erfolgreich. Und das heißt, machen einen Overblows zu einem besseren Spieler? Nein, aus meiner Sicht. Es gibt Spieler, die haben keine Overblows in ihrem Repertoire und die spielen trotzdem Wahnsinn, ja, wirklich Wahnsinn. Das heißt, man braucht das nicht, um Blues zu spielen. Das ist erstmal eine wichtige Aussage. Man kann auch sein ganzes Leben ohne Overblows mit der Mundharmonika erfolgreich sein, ja, und eine super Karriere hinlegen. Das andere ist, klingen Overblows immer schlecht? Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video jetzt schon erstmal auch ein paar meiner Eindrücke dazu irgendwie auch vermitteln konnte. Ich glaube, dass Overblows diesen schlechten Ruf haben, weil es natürlich viele Leute versuchen und auch in diesem Schritt 4 letztendlich so ein Stück weit stecken bleiben. Vielleicht, weil die Harp nicht hundertprozentig dafür geeignet ist. Vielleicht, weil sie noch nicht weiter geübt haben, auch darüber hinwegzukommen, über diesen Punkt. Das ist meine Einstellung dazu. Ich denke, dass Overblows, sie haben einen eigenen Charakter. Das heißt, so wie ein normaler Einzelton, so wie ein C-Bending, so wie ein Bending beim Pusten, all diese Töne haben ja einen eigenen, Stück weit mechanischen Charakter. Ja, man kann das raushören, was das für ein Ton ist. Und genauso kann man das auch raushören bei einem Overblow. Und ich denke aber nicht, dass damit einhergeht, dass das so ein quietschiger Ton ist, weil dann ist es eher aus den Gründen, die ich vorher schon genannt habe. Ich denke, Overblows klingen gut, klingen sogar cool. Also das ist meine Einstellung dazu. Warum spiele ich Overblows? Wurde ich schon öfter gefragt. Die Antwort darauf ist eigentlich auch relativ einfach. Ich habe angefangen eigentlich mit Sonny Boy Williamson. Der hat mich wirklich beeindruckt. Der hat mich zur Harp gezogen letztendlich. Ich fand das so mega cool, was der gemacht hat.
Und zu der Zeit hatte ich auch kein Interesse daran, irgendwelche Overblows zu machen oder zu probieren. Dann ging es weiter mit Junior Wells und auch den fand ich super klasse. Auch da hat mich immer noch kein Overblow interessiert. Aber dann ging das irgendwann weiter und ja, diese ganzen Klassiker, sage ich mal, Little Walter, Big Walter Horton und all diese ganze Kategorie, die ist, die hat nie so hundertprozentig meinem Geschmack irgendwie so entsprochen irgendwie so. Und Geschmäcker sind ja verschieden. Ich bin irgendwie eher so auf die Spieler wie, also mit Adam Gasso hat das angefangen, als Adam damals 2008 seine Videos angefangen hat und auf einmal wirklich auch diese Rocklieder ja 1:1 spielbar wurden in dieser Melodie. Alex Paclin zum Beispiel ist heute auch ein super Spieler. Jason Ritchie natürlich. Ja, und es gibt einige. Und irgendwie war es für mich dann irgendwie so, dass mich deren Musik oder diese Art von Mundharmonika-Spielen ja, mehr berührt hat. Das hat mich mehr abgeholt und ich finde es einfach interessanter. Aber ich sage nicht, dass das der bessere oder einzige Weg ist. Für mich ist es wirklich so, es ist halt das, was mich interessiert und ich finde es auch cool und ich bin auch begeistert, wenn andere Menschen sich für andere Dinge begeistern, ja, und das dann gut machen. Also von daher möchte ich keinen überreden, das jetzt unbedingt mal auszuprobieren, sondern macht das, wonach euch ist. Und dann denke ich, ja, ist das auch der Weg, wie man letztendlich glücklich wird mit seinem Mundharmonika-Spielen. Okay, also ich denke, ich habe euch heute mal so ein bisschen das Overblown vielleicht erklärt zumindest, worauf kommt es an, wie könnt ihr euch dem Thema nähern. Und ja, vielleicht noch an dieser Stelle noch einmal auch ein ganz recht herzliches Dankeschön an alle da draußen, die den Kanal Meine Welt des Blues hier unterstützen. Es ist mir immer eine große Freude, eure Kommentare zu lesen und Fragen zu beantworten und auch eine Liste zu machen von Dingen, die ihr gerne hören und sehen wollt. Die Liste ist schon relativ lang, deswegen ja, muss man auch ein bisschen warten jetzt schon mittlerweile, bis das Thema dann letztendlich auch zum Video wird. Aber alles, was ich da bestätige, ja, da halte ich mich natürlich auch dran. Von daher vielen Dank für eure Unterstützung auch weiterhin. Und an dieser Stelle wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Overblown, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten sehen wir uns schon bald wieder hier auf Meine Welt des Blues. Viel Spaß an eurer Mundharmonika. Bis bald. Ciao, ciao.